Hey, hallo Leute, willkommen zurück zu den kochenden Kumpanen mit uns. Wirti, der kocht und ich bin der Kumpane. Genau. Hey, yo. Nee, hey. Hey, ja. How'd you sleep? I was so warm last... Hi? Hi. Hi? Er ist ziemlich heiß. Oh, ich bin so heiß, ey. Ich war letzte Nacht so heiß. Also ich brauch nicht mal. Ich brauchte nicht mal eine Decke. Okay, wenn jetzt mal kalt ist, komm. Komm einfach kuscheln, okay? Hey, kein Problem. Armlänge. Danke. Bitte einmal kurz das Meme einblenden, wo Merkel sagt, 1,5 Meter Abstand besser 2. No. Ich dachte schon, das ist das. Nein. Nein, das ist von Christian Lindner. Nein, das gibt's von ihr auch. Nein. Nein. What time is it? It's Muffin time! Nein. Nein. About 1 hour until dawn. Gut. Oh Gott! Hey, you two, pipe down! Trying to sleep over here! Warum stehst du im Wohnzimmer? Du würdest bitte einfach Ja sagen. Ja, würde ich gerne. Gregor, the birds outside aren't making much noises yet. We didn't bring many supplies to remember. Better get a head start on gathering food. Okay. Kurz, um zu verstehen, was hier abgeht. Das sind wahrscheinlich 4 Freunde und wir. Wer auch immer wir sind. 5 Freunde. Und die sind in irgend so ein Haus gegangen, das im Wald steht. Wahrscheinlich in den USA, irgendwie so ein Wald, wo mitten nirgendwo steht und ewig nichts. Da sind sie hingegangen, um Urlaub zu machen, denke ich mal. Zum 5. Einfach mal so ein bisschen Camping. Und sie haben nichts zum Essen mitgenommen, so gut wie nichts. Weil sie dachten... Warum auch? In den USA kannst du alles mitnehmen. Weil sie dachten, wir finden alles im Wald. Sind die dumm? Klingt so, ja. Wenn das in den USA spielt, ist da noch eine Frage? Hm. I honestly can't see the trees outside right now. Also, ich sehe da Bäume. Gregor? Gott, sie sieht so fertig aus. Did you see any spider last night? There was a small one in the bathroom. Heck. Actually, I did see a centipede by the sink. She's a little pale. Karen is messing with you, Mama. Let's find more than wild soul today. If you're a lucky guy, little guy, maybe I'll teach you how to catch some wild brown toot. Okay. What's if you and me, big guy? Eine Forelle. Oh. Anatoly, herbalism book stated that he has many more species of plants to eat out here. Let's leave the fish alone. Wieso will hier keiner Fleisch essen außer er? Er traut sich nicht Fische, er traut sich nicht Fleisch zu fangen, also nehmen wir mal Fische fangen. Sie ist auch dagegen. Was haben die alle gegen Fleisch? Also, sind das Vegetarier? Ich weiß nicht, mein erstes Rezept ist vegan. Ja. Okay, you know, sie mag kein Fleisch. Into meat. That's a shame. I'd wake up early to go fishing. Okay, sie ist. Cheer up, Karen. We'll get to observe the toot. At the very last. Please. Das ist wirklich angewidert. Diese Vegetarier.
Sie ist einfach. Immer wenn ich von irgendjemandem erfahre, dass er Vegetarier ist. Ech. Ja. Ja, dein Problem. Mir ist es egal. Mach, was du willst. Immer wenn ich irgendwelche anderen sehe, die erfahren, dass irgendwer Vegetarier ist. Und du isst wirklich gar kein Fleisch? Wie geht denn das? Ist das überhaupt möglich? Maybe we'll see more wet deer today. Oh, die können wir schießen. Womit? That sounds like Amerika. A waste of time. Krieger. Stimmt, Amerika. Maybe we'll find some blackthorn berries. Das sind Brombeeren, oder? Oder Schwarzbeeren. Also Blaubeeren. Black. Ist doch egal. Das sind Beeren. Es sind Blaubeeren. Diese sag ich doch. I love blackthorn berries. Das ist ein sehr langer Name für Blaubeeren. Man könnte sie einfach Blueberries nennen. Ja, stimmt. Oder Blackberries. Was hast du jetzt gegen Blaubeeren? We'll be back later. Can you watch our stuff today? Klar. Not now. Oh, jetzt gucken uns alle an. Das ist irgendwie gruselig. Thank you. Wir reden anscheinend nicht. Thanks. Huh. Don't see anything, okay? Wir sind also keine Freunde, okay, verstehe. Not. Ja, das sagt man nicht zu Freunden. Maria, Anatoly, Gregor und die Karin leave the cabin with a hop or to the step. You are alone, but thankfully you have a draw of a jump pads to keep you company. Okay, irgendwas ist hier seltsam. Each day you will be asked to explore a different part of the cabin. You only get one choice, then the day will end. Choose wisely. What do you want to check out today? Okay. Ja. Wir können mit den Champets reden, ins Schlafzimmer gehen, ins Badezimmer oder in den Keller. Machen wir das Offensichtliche zuerst, bitte. Machen wir es offensichtlich. Im Keller nicht. Machen wir später. Was? Ich will den Keller. Ja, ich auch. Ich kann nicht den ersten. Gehen wir ins Badezimmer. Ich kann nicht das erste komplett gleich kaputt machen. Gehen wir ins Badezimmer. Weißt du, wir sind gerade aufgestanden, ne? Guter Punkt. Wir gehen logisch vor. Schlafzimmer. Badezimmer. Ja. Wobei wir hätten logisch vorgehen sollen und direkt wieder ins Bett gehen sollen. Oh, das ist so ein altes Haus. Oh mein Gott, das ist eine Kerze. Oh, ich liebe Kerzen. Oh, dieses Klo mit der Schnur. Das nutzt Gravitation, damit man spült. Ja. Yeah. Bin nicht begeistert. Bis man irgendwann gemerkt hat, dass es gar nichts bringt, dass es so von weiter oben spült. Ja, das ist ein Schlafzimmer. Das ist ein Schlafzimmer, Domi. Das ist immer definitiv ein Schlafzimmer. Sehe ich hier. Da schläft man. Ein Klo, eine Badewanne. So. Und ein Schrank unter der Spüle. Okay, ja. Das ist eindeutig. Eigentlich ist das ein Waschbecken, keine Spüle. Das ist richtig. Schauen wir in den Schrank rein. Sink. Yeah. Klar. You peer into the cabinet. Ich habe von kurzem Moment das eh nicht gesehen. Wo? Was? Welches E? Das R. Von wo? Von Pia. You peer into the cabinet. Oh. Ich hab das R von Pia nicht gesehen. Oh! Und dachte mir so, oh, warte. Das oh, Pia! Ups! Uch! Was ist denn Freud? Das ist ein sogenannter Freudscher Verleser. Man wünscht sich, dass das da steht. Oh nein, wir haben eine Spinne gefunden. It's pretty small, but it's hairy. Ja, wie eine Spinne halt. It's far too gross to even squish. Jetzt. A note bird under the spider web.
Bitte sag mir, dass es keinen Spinnenbackshop gibt. Wir sehen. Good day. We have received a fair number of complaints from Ruslana Ulrich over here. Perceived harassment of her new Marco. Ruslana alleges that you have been frightening him and are causing a public disturbance when traveling into town. Her list of complaints is as follows. Erratic shuffling, sneering at Marco in an attempt to intimidate or frighten, babbling incoherently. We understand that this is by no means illegal, but humbly request that you stop immediately. Thank you. Failure to do so will result in an in-person meeting to discuss. Thank you for your time. Leonard Kasimies. Okay, also die Ruslana nervt Marco. Die ist richtig? Ja, der macht ihn ja irgendwie Angst und redet seltsam und ja. Okay, verstehe. Also eine Verrückte. Take the complaint letter review. Das Gender assumed. Ja, habe ich. Das ist mein Let's Play. Das heißt nicht, dass du das Gender von irgendwelchen Leuten hier assumen darfst. Doch, wie es dir beliebt. Wo soll ich noch checken? Black Mark. Hier schwarzen Markierungen. Turn on Barf. Warum sollte ich jetzt Bart anmachen? Look in the mirror. Ein Mausloch, vielleicht ist das damit gemeint. Ja, dachte ich auch erst. Aber ist keine Markierung. Warum ist hier eigentlich alles so zerkratzt? Guck dir mal die Badewanne, das Klo an. Waren hier wilde Tiere drin? Dieses Mausloch. Das sind keine Mäusekratzer. Kommt auf die Maus an. Es ist warm. Okay, was sollen wir machen? Ich bin interessiert an den schwarzen Markierungen und am Spiegel. Ich will in den Spiegel gucken. Schau mal in den Spiegel. You get ready to look at your reflection in the mirror. Nah. Gucken, können wir bitte nochmal in den Spiegel gucken? Wir gucken in den Spiegel, mein Freund. Nein, danke. Oh mein Gott, stell dir vor, Passe. Du hättest eine Kamera in deinem PC angeschlossen. Und du guckst rein. Oh. Und dann geht einfach die Kamera an und du siehst dich. Das ist super cool. Du schaust in diesen beschissenen Spiegel. Nope. Knapp. Spiegel! No. Spiegel! Not a thanks. Spiegel! Not today. Spiegel! No thanks. Spiegel! Nah. Spiegel. No. Spiegel. Wie krank geht das noch? That's funny. Sorry, no. Spiegel. Never. Spiegel. No, thanks. Spiegel. Hell no. Wie viel gibt's? Oh. Hell no. Hell no. Moment, wieso schreibt der Hell jetzt groß? Und no klein. Wieso hat er zweimal Hell no geschrieben? Ja, ist auch eine gute Frage. Hell no. Okay. Okay, das hell ist... No. Soll das irgendeine... Ich glaube, das ist das Ende. Okay. Wir schauen nicht in den Spiegel, ich hab's kapiert. Ich hab damit gerechnet, dass es irgendwann ein Archiv dafür gibt, aber anscheinend. Oh, anscheinend nicht. Okay, dann die Markierungen, okay? Gut. Machen wir die Ballbahn an. Na, welche Markierung? Na gut, dann die dummen Markierungen. Ich weiß nicht, welche ihr meint. Doesn't look like black mold. Was ist mold? Ich kenne das Wort. Mold, ich kenne das Wort auch. Oh. Schimmel. Oh, okay. Must be residue from some older liquids. Ach, die da hinten überall an der Wand, die meint er. Oh nein, schwarze Farbe. Oh, das ist Blut, oder? Trockenes Blut. Achso, ich dachte an Bandy. Oh, oder das. The others should be coming back any minute now. You'll leave the bathroom to greet them. War noch nicht fertig. Wollt ein Spiegel gucken? Hell no. We are back. Na, knapp mal, Maya.
was ist passiert? It's pretty rare to be scared of one. It's not. Eichhörnchen. Eichhörnchen, Eichhörnchen. What would a big guy would be scared of? Shut up! You don't understand. I don't think anyone understands, Gregor. It was just a murmur, Gregor, not a monster. Ist das ein Marder? Wahrscheinlich ein Marder. Das ist ein Marder, ich sag Marder. Murmeltier. Marder. Murmeltier. Ja, das Vieh aus dem Meme, was immer... Hey! Ach, das Ding! Hey! Ah! Das ist ein Mammut. Die laufen nur einfach für Reihe rum. Tommy, kannst du es bitte nachmachen, was da steht? Ich werde nicht so laut lachen, dass deine Augen... Nee, deine Augen irgendwie... Okay. Und hier aus Tränenrollen runter. She's laughing so hard that she's about to hyperventilate. Stop Maria from hyperventilating. Nah. Nah. Absolutely not. One less mouth to feed, right? Oh. Alter, was? Hat sie nicht gesagt, dass unsere Suppe lecker war? Belebt sie wieder. Ja. Und bring die Alte um. Wer sind wir? You don't get it. It's pretty personal. Oh. Then please explain, big guy. Ich find's lustig, dass er ihn Big Guy und er der andere ihn Little Guy nennt. Gregor looks incredibly uncomfortable. Schädlich. Let's see him now. Meine Frage ist, ist bei dir auch so, dass oben manchmal der Bildschirm flackert? Ob du das auch siehst? Sag mir, wenn es da war. Gerade eben. Nein. Eine Weile, bevor sie angefangen hat zu lachen. Nein, ich hab nichts gesehen. Interessant. We found some raspberries and elderberries near the cabin. Was sind Elderberries? Ja, es sind Berries aus Elden Ring. Elderberries. Oh. Quit the selection of berries. Quite. We also find some more wild soil. Is this going to be enough for a good meal? Wieso guckt er auf mich? Dominik, ich gucke auf dich. Seht nicht mich so an. You decided to do an inventory of all available ingredients. It takes you a while, but you decided on your speciality. Gott, ich kann nicht aussprechen. Speciality. Nee, Vielleicht. Spezialität. Ja. Cabbage Rolls. You first bring a large pot of water to boil. You let the... Sind wir der Koch? Ist das der Witz? You let the cabbage leaves boil for 2 minutes, draining the pot into the sink. In a medium mixing bowl, you combine some cooked rice, onion and egg, salt and pepper, along with some tomato sauce. Wo haben wir das ganze Zeug her? Notration. Okay. You use your hand to mix for roughly to and decided to wash your hands after it won't come off. Diving the rice mixture evenly between the cabbage leaves, you then roll them up and tie a string around them so they stay in one piece. Weißt du, was ich super gruselig finden würde? Wenn diese ganzen... Sie gerade, dass es Kohlrouladen sind? Nein. Mit Reis. Vielleicht, keine Ahnung. Wenn das Beschreiben hier so ganz normal ist, aber in Wirklichkeit dieses ganze Gematsche was ganz anderes ist, wenn du verstehst. Ich bleibe Google doch, was Kabage-Rollen sind. The large... Okay. Skilled over medium heat, pouring the rest of the tomato mixture over the top. Covering it, you bring it to a boil. You reduce the heat to low cabbage roll simmer up to 40 minutes. Be sure to paste it with the liquid. Also sehr detailliert.
Tada! Krödeladen! Die sehen sich interessant aus. Aber die waren jetzt vegetarisch bei denen, oder? Hat er Meat benutzt? Nein, Kohlrouladen ist kein Fleisch drin. In Kohlrouladen ist normalerweise Hack drin. Echt? Immer. Keine Ahnung, was da drin ist dann. Es ist kein Fleisch drin. Maria sieht optimistisch aus. Okay. Ja, und die Karte ist sehr skeptisch. Er ist verwirrt? Warum bist du verwirrt? Sieht völlig aus. Ja, und er sieht... Okay. Yes! Aus. Der Hunger treibt's rein. Super. Oh, jeder probiert jetzt mal. Guten Appetit! That's pretty damn good! Das Geheimnis ist Gregors Finger. Das ist wahr. Oh, I could eat the whole batch myself. I think the vegetable stew tastes better, but I'm loving how tender the cabbage is. Oh, die Schnauze. Roland ist eine super Sache. The sauce is pretty wet. Warte. Ja. Sind wir böse? Das ist, was ich gerade meinte. Mit der Beschreibung. Das ist Tomatensoße gemischt mit den Beeren, die du gesammelt hast. Deswegen ist es so rot. Wirklich. Did you use fresh tomatoes, right? Ja. Und die Beeren. Ja. Und die Beeren. Roten Beeren. It really adds to it. Jetzt bekomme ich Angst. Spoon some of the liquid on the top of it. You will thank me later. Ja. Ich finde schon, wie sie die Soße einfach Liquid nennen. Flüssigkeit. Anstatt einfach Soße. Ja. Ich bin sehr... Incredible! It's a definitely growing on me! Thanks again for cooking. This really was something special. Das Geheimnis war dein Finger. Yeah. Und gerade ins Tage, was? Oh, ihr lasst einfach sein Zeug stehen. Oh, das ist nicht cool von euch. Wir müssen nochmal ganz kurz klären, dass das hier die einzige Kochshow mit realistischen Maßstäben ist, in der es um Dobbys realistische Maßstäbe geht. Richtig. Deswegen ist ein Finger von Gregor drin. Und gerade ins Tage. Oh, das ist gut. Und die Soße sieht aber echt sehr rot aus, muss ich dazu sagen. Das sieht nicht aus wie Tomatensoße. Yeah, wir haben... Not happening. Was? You settle in and go to bed. Everyone goes to bed full. Tomorrow will be another great day. Day 2. Nein, 1. Nein. Da. Hat sich die Schrift vom Day geändert? Ich glaube nicht. Also von der letzten Blendung? Also ich würde sagen, ich speichere immer, wenn wir Auswahlmöglichkeiten haben. Gut. Ja. Good morning, everyone. Ich kann nicht schlafen. Ich bin wieder angepisst. Again, Gregor! Gregor. Can you let us sleep in? Not today. And not every day. Why? And never again. Storm clouds are gathering outside. We need to find some food before it begins to downpour. Okay. Du könntest nach dem Regen einfach rausgehen. Ja, wenn es am Boot aufhört. Einfach im Regen rausgehen. Gregor, you're overreacting. We have enough food to last us a while. Enough food? I thought we used most of the supplies for last night's dinner. Haben wir? He's right. Yeah. Haben wir. The meal you made was delicious, but it used a lot of what we had. Gregor is also correct. Precipitation is unusually high in this area, with many areas being high risk for flooding. It would be foolish not go out and look for food today. Okay, gut. Dann verstehe ich's. Ja, ich auch. You really think it will flood? Ich glaube, sie stirbt zuerst.
Things will be, the cabin is on high ground, but that doesn't mean we are safe from flood waters. It's always a possibility, so it can't hurt to be prepared. Das ist wahr. Ich habe einen Wunsch, wer zuerst sterben darf. Karin? Was? Nein. Ich will nicht, dass sie erst stirbt, ich will sehen, was sie noch macht. You're losing to it, Gregor. Aaron. Was? There's nothing to worry about. Aber du hast ein Messer in der Hand. Nein, sie nicht. I think Gregor is right, Kevin. Es ist 4 gegen 1, tut mir leid. Ihr geht da jetzt raus. It won't hurt to be to prepare for the worst. Himpf! I think she's right, Karin. Okay. Wer dafür ist, dass Karin alleine rausgeht, der hebt bitte die Hand. Also der Kleine auf der Schulter ist dafür. Fail to prepare, prepare to fail. I know, Tony. Let's go out and prepare for the storm. Foraging should be a key priority today. There are plenty of edible foods and it has better odds than trying to hunt. Nein, ist nicht. Give me a few minutes and I will plot out our route on some paper. Let me help, little guy. Anatolia, Gregor. Eat to the bedroom. Okay, ich mach eine Karte. Maria und Karin are still hanging around. Die machen nix. Tutorial, was? Already in life, you can't make everyone happy. When given a choice to speak to a character, choose wisely. You can only select one of them. Try to max out your bond with certain characters for unique dialogue and scenarios. Which one would you like to talk to? Okay. Wir müssen Maria retten. Safe game. Wir müssen Maria retten. Wir haben viele Speierplätze, das ist schon mal gut. Das ist wahrscheinlich genug. Okay. Also ich will mit Karin reden, wir haben bei Karin schon ein Herz. Wir müssen Maria retten, sie wird sterben. Also sie wird sterben. Also würde ich auf Karin gehen, wenn es am sinnvollsten gerade ist. Ja, doch Karin, ich hasse die alte zwar, aber ist okay. Deswegen, was lustig ist. Ich hasse sie nicht, weil sie eine Frau ist, okay? Hey! Oh. This paper nailed to the wall looks pretty ancient. What were the old days like? Ja, guck da auf die Wand hinten und das Bild da mit dem Blitz. Die alten Tage. Graue Tage. Oh Gott. Extremely brutal. Not sure what you mean. Not as bad not as the as times bad like as this. Time cities. Okay, also du kannst jetzt zwischen extremely brutal und not as bad as times like okay, sie hat jetzt gefragt, wie die Tage damals waren. Und jetzt können wir sagen, ja, keine Ahnung, was du meinst. Sehr brutal oder nicht so schlimm wie heute. Not as bad as times like these. Wir wollen mit ihr sympathisieren im besten Fall. I'm not sure what you mean. Na, das ist langweilig. Achso, das ist langweilig. Nee, das ist brutal. Oh, aua. Okay, Oh, really? Ja, ich bin ja. You will have to share the details with me later. Klar. Also ich hab, Oh, sie steht Leute drauf. Wie Gregor Finger abgeschnitten, damit die Leute was, anderen Leute was essen hatten. Das war die Zeiten damals. Gestern. Cool. Richtig. I will not be able to damage your stories. Was heißt damage? Bauch. Nein, das Magen. Ist nicht Magen. Das ist. Damage ist Magen. Ja, dachte ich auch, aber. Magen. Okay, sie kann uns die Stories nicht vertragen. Bauch, Leib, Lust. Okay. Vertragen, still, ausstehen, okay, das heißt so viel wie, sie wird unsere Stories nicht vertragen, aber du willst sie trotzdem erzählen. Und sie wird es definitiv daran erinnern.
heißt dieses Definitely Will Remember, dass es gespeichert wird, obwohl es nicht gespeichert wird? Vielleicht. Unser Relationsship ist größer. Stärker. Jeder schaut from the other room. Ja! Gregor, eine Spinne! Gregor und Anatoly come back from the meeting. Gregor is blushing slightly. Was habt ihr jetzt reden? Beruhig dich, Mariah. Es war kein Spinne. Es war nur ein Fussel, okay? Es war nur ein Fussel, der ein bisschen aussieht wie eine Spinne. Ja! Wirt, wie machst du eigentlich dieses Gia die ganze Zeit? Ich weiß. Oh, nein. So kommst du es eigentlich die ganze Zeit irgendwie ein? Hast du es aus einem anderen Let's Play geklaut? So kommst du ja nicht raus. Hey. Can you cook something while we're out? Nein. Ja. Ja. Kannst du mir noch einen Finger lassen? Klar, ich kann noch was kochen. Kannst du mir ganz kurz zur Hand gehen? Paff! Mit so einem Hackenball zwei Finger abgeschlagen. So, und jetzt hol ein neues Essen. Du hast die Wahl. Zwei Finger von dir oder die Hand von dem Kleinen. Du bist doch ein Netter, oder? Alright, everyone. We have our wood now. Let's beat those rain clouds. Yeah. Oh, guck mal, zwei Finger. Determined as ever. You have the cabin all to yourself again. Das Radio ist angegangen. What's the noise? Sounds like it coming from the kitchen. Wir gehen in die Küche. Ja, it's muffin time. Radio? What's going on with the radio? You didn't even notice in on the ground when you walked in. Did something leave this radio here? It looks newer than anything you've seen before. Seems to be broken. Better hold onto this. You got the strange radio. Okay. Ooh, the strange radio. Before you cook dinner, what should you check out? Speichern. Okay, wir können die Küche erkunden. Wir können können wir ins Bad gehen? Guck mal, Spiegel. Hell no. Und wir können ins Schlafzimmer gehen. Können wir kurz einmal ins Badezimmer gehen und in den Spiegel gucken wollen? Klar. Und danach laden wir gleich. Klar, können wir machen. Remember an old tale about a child who said a killer's name 3 times into a mirror. Oh. Ja. But you can remember how it ended. You're too frightened to even try it. You leave the bathroom a little more scared than you entered. Hat das was? Okay, können wir es laden? Ja, das war langweilig. Ich dachte mir schon, dass sowas. Also, dass nicht sowas kommt, aber das ist halt nicht viel passiert. Ja, okay. Wir wollen. Wir gehen mal ins Schlafzimmer, oder? Wir ins Schlafzimmer. Wir müssen erst die Küche inspiziert, oder nicht? Das haben wir jetzt auch am Anfang gemacht. Wir könnten theoretisch nochmal, aber ich will mal ins Schlafzimmer gehen. Ja, ich will auch ins Schlafzimmer. Ich will erstmal alles sehen. Ja, ich auch. Oh Gott. Das ist ein Vogelkäfig. Da läuft Tinte aus. Mach das doch irgendwie weg. Mach das immer sauber. Wieso ist da, wo die Tinte ausläuft, eine Diele komplett schwarz? Ja, so hat Bendy angefangen. Oh. Poor Anatoly. Karen's snoring is so loud, she even wakes you up sometimes. Oh Gott. Anatoly must be running on fumes. Er hat einen guten Schlaf. Yeah. Would he have the courage to wake her up? So? Oh, dann musst du echt haben. Du musst echt Eier haben. Probably not. You wait around for the others to return. Okay, es ist nichts passiert mal wieder. Wir lassen es mal. Ich wollte gerade sagen, aber das irgendwas lassen. Das mit dem Badezimmer war ja nur, weil ich. Wir wollten was checken. Gucken wollte, ob das einfach nur nichts gibt. Maria's back early today! Was ist mit dir schon wieder passiert? Yo, im Wald war eine Spinne. Und hey. Damit beenden wir den Part für jetzt.
Die Spinne war übrigens gigantisch und sie war im verbotenen Wald. Sie hat mir eine Geschichte erzählt, ich habe zugehört, ich bin weggelaufen. Die kannst du im nächsten Part erzählen wir dir. Okay, halt die Klappe jetzt. Ich will drüber reden, okay. Also, wenn es euch gefallen hat, gebt ein Abo, gebt ein Like, starrt in ihre Augen und sagt Danke für diesen wundervollen Part. Bitte verlasst mich nicht. Wenn es euch gefallen hat. Nein. Habe ich schon gerade eben gesagt. Es soll nicht dunkel werden. Es soll nicht dunkel werden. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao. Nein. Ja!